So, willkommen nun schon zur vierten Folge für die In-Loop Games, für die Progression Games, also die Spiele, die auch weiterlaufen, wenn ihr nicht aktiv spielt und in denen es auch immer wieder darum geht, das Spiel sozusagen von vorne zu beginnen. In der fünften Folge geht es jetzt um Time Clickers. Das Spiel ist natürlich ähnlich zu den anderen Klickerspielen, aber es hat doch seine Besonderheiten. Und ja, die möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. So, ihr seht also, hier wird dann sogar noch das Logo von Steam angezeigt. Und ja, im Moment ist Halloween-Aktion. Das heißt, es gibt neben dem einen Bonusobjekt, diesem goldenen Ball, gibt es auch diesen netten Kürbis, der ab und zu auftaucht und euch einige Vorteile und Boni bringt. Aber starten wir mal. Und ja, aktuell auch hier bin ich sozusagen auf dem Weg zum Ende, also bevor ich erneut resette. So, hier seht ihr aktuell die letzten Infos, von wegen was geändert wurde. Das eine ist auch, was ich jetzt auch dann das erste Mal ausprobieren werde, ist, dass die Möglichkeit, Artefakte und Waffen zu kaufen, sozusagen jetzt direkt zwischen Time Warp und dem Neubeginn des Spiels ist, während man im Moment sozusagen bisher immer oh, da kommt schon der Kürbis, zack. Während bisher es immer so war, man macht zwar den Time Warp, bekommt dann sozusagen die Time Cubes freigeschaltet, kann sie aber im Endeffekt nicht mehr so ausgeben, zum Beispiel eben, dass man mit in einem höheren Level startet oder dass man eben mehr Geld am Anfang hat. Das funktioniert dann eben nicht mehr für den aktuellen Time Warp, sondern erst dann wiederum für den nächsten. Deswegen denke ich, ist das hier auch geändert worden. Ja, also soweit hier im Endeffekt das Gold. Das Besondere an diesem Klickerspiel ist letztendlich aus meiner Sicht, es hat keine Premium-Währung. Also es gibt keine Möglichkeit, Fortschritt hier zu kaufen. Man muss es tatsächlich sich selber erspielen und freispielen. Ihr seht, ich bin aktuell auf Level 1870, was sich aktuell sozusagen per automatischem Schaden, was hier im Moment freigeschaltet ist, nicht erreichen lässt. Inzwischen sind ja einige, eben Gold ist aufgelaufen, das habt ihr ja gesehen. Hier unten steht auch so ein bisschen, also hoch 137 habe ich aktuell. Das ist das, was ich etwa pro Sekunde, wenn ich nichts selber mache, einnehme. Aber erstmal möchte ich euch eben ganz kurz das Spiel vorstellen, also eben einfach wieder, was hier so sozusagen die Systematik ist. Ja, ich fange mal von oben rechts an, auch wenn das sozusagen der Teil ist, der euch als letztes begegnet, weil die Weapon Cubes, also die Waffenwürfel, kommen erst eigentlich ab Level 1000. Das heißt, ihr müsst erstmal es bis auf Level 1000 geschafft haben, bevor ihr überhaupt die Chance bekommt, hier diese Cubes zu bekommen. Und dann ist es auch noch so, also klar, hier sind jetzt schon 100, also wenn ihr sozusagen das erste Level, den ersten Waffencube schafft, da sind vielleicht ein oder zwei Cubes drin. Das heißt, ihr seht, damit kommt ihr hier nicht sehr weit. Aber die sind auch nicht so hoch. Also ich glaube, so in den Zehnern, 10 Cubes, vielleicht sogar 5 Cubes sind einzelne Anfänge, die ihr sozusagen kaufen könnt. Im Moment bin ich immer noch dabei, eben hier. Ihr seht, hier habe ich schon 55 mal dieses von 180 möglichen gekauft. Also hier ist doch alles begrenzt. Also es gibt nicht so wie in den anderen Klickerspielen sozusagen eine Unbegrenztheit oder überhaupt irgendwelche Teile, die unbegrenzt gekauft werden können, sondern die sind sehr beschränkt. Und ja, also hier versuche ich im Moment weiterhin die Cubes einmal, dass sie früher erscheinen, dass eben das nächste Mal, wenn ich eine weitere Version davon kaufe, ab Level 720, des Weiteren, dass ich mehr Cubes bekomme. Das geht immer in einem halben Prozent aktuell hoch, das heißt, es müsste eigentlich bis 100% sozusagen, also ich bekomme dann doppelt so viele Cubes, als ursprünglich gerechnet worden wären. Und hier ist es dann letztlich, wie hoch ist die Chance, dass ich überhaupt eine Weapon Cube, also sozusagen so einen Bonuswürfel in einem Boss-Level bekomme. Aktuell bin ich bei 55% und ich werde jetzt wieder das Dropping erhöhen und werde dafür die meisten ausgeben. Hier die Klickpistole, das ist das, was von Anfang an freigeschaltet ist, also die zumindest verfügbar ist, wo ihr dann hier die Sachen ausgeben könnt. Einmal eben hier dass die Cubes, sowohl Weapon als auch Time Cubes, Geld bringen und dann wie viel Geld sie bringen. Sozusagen hier ist dann nochmal der Faktor, kann erhöht werden. Und hier ist, dass der auch Autoklicks macht. Das heißt, die
Pistole, also ich zeige euch nochmal, hier rechts ist die eine Pistole, hier hinten ist die andere, die bisher freigeschaltet ist, das ist der Click Launcher. Die Click Pistole ist das rechte und die Click Cannon, ihr seht, dazu braucht es 50.000 Cubes. Das dauert noch eine ganze Weile, bis ich mir die in so ohne weiteres leisten kann und dann erst werden hier die rechten Konfigurationen freigeschaltet, die ziemlich ähnlich sein dürften wie zu dem hier oben. Wie gesagt, Autoklicks und dann die Zielfunktion. Also ihr seht ja, dass hier sozusagen der Zielfokus, diese Cursor mitwandern und die Geschwindigkeit dessen, wie schnell sie da drauf kommen, das kann man hier dann noch erweitern. Das ist sozusagen hier für beide das gleiche, Klicks und Aim Speed. Also wie schnell sie zielen können. Wie gesagt, das hier ist jetzt nur Geld, was eigentlich nicht nur für die Klickpistole, sondern die allgemein gilt. Und das sind Erweiterungen, die nochmal den Click-Launcher sozusagen verbessern. Einmal, dass die Geschwindigkeit für diese Rockets, die rausgeschickt werden, steigert, dass mehr Rockets auf einmal rausgeschickt werden. Und dass die Rockets hängen im Endeffekt davon ab, also hier, wenn ich ein bisschen klicke, dann seht ihr, zack, 1, 2, 3. Also ich muss 8-mal klicken, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist jetzt natürlich, weil der auch selber ein paar Mal pro Sekunde schießt. Zählen wir mal mit. Also, schießt. Okay, jetzt hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann schießt er. Genau, also bloß soweit. Wie gesagt, das sind die Erweiterungen einfach, um die Waffen zu verbessern und eben die Waffen-Cubes zu erhalten. Den Time Warp, das erzähle ich euch dann gleich, wenn ich den Time Warp mache, dann seht ihr das gleich. Jetzt gehen wir erstmal hier sozusagen die Einstellungen durch. Klar, das Speichern, das macht er sowieso beim Beenden automatisch. Genau, Cloud Save ist nicht, weil das wird sowieso über Steam automatisch gemacht. Das Interessante ist, also man kann das Audio hier auch komplett ausschalten, dann hört man sowohl den Ball als auch den Kürbis nicht. Beim Vorbereiten für das Video habe ich nämlich dann herausgefunden, obwohl ich in den Settings hier die Soundeffekte und Musikvolumen ausgeschaltet habe, ist, wenn man es hier drüben sozusagen anlässt, dann kann man das Ganze auch im Hintergrund einfach laufen lassen und dann hört man entweder das Geräusch, wenn der Ball kommt oder im Moment auch, wenn der Kürbis kommt. Klar, Vollbild habe ich schon eingeschaltet, Live-Leaderboard ist jetzt nicht so wichtig, habe ich mir noch nicht weiter angeschaut, wo die Leute jeweils liegen. Hier dann in den Settings, das Screen-Check habe ich ausgeschaltet, weil das einfach mich wieder zu unruhig ist. Der Night-Mode ist mir umgekehrt zu dunkel, im Moment läuft es mit 60 Frames eingeschaltet. Genau, das Geblubber, was ihr hört, ist hier von dem Rainbow Ball. Der gibt eine bestimmte Menge an Geld, abhängig davon, wie viel er pro Sekunde macht, weil der ist sozusagen auch so eine Art Zeitmaschine, die ja, euch dann sozusagen für mehrere Minuten letztlich das Geld dort schon mal gibt. Also hier die Settings, eben wie gesagt, besteht in dem Spiel keine Möglichkeit, Geld auszugeben, so ein Pech aber auch. Dafür gibt es aber natürlich von den Machern, die dieses Spiel gemacht haben, das Spiel Time Rifters und wo natürlich hier auch dann Werbung dafür drin ist. Ah, hier seht ihr zum Beispiel das Rainbow Ball, das habe ich gar nicht wahrgenommen, dass das das Einzelne ist, womit dann nochmal die Lautstärke für den Ball und damit sicher auch für den Kürbis einstellen kann. Dann gebe ich euch eine kurze Kostprobe von dem Music. Auf jeden Fall ja, passend, denke ich, zu so einem letztendlich Shooter-Spiel, weil an der Stelle ist es auch sehr viel dynamischer als andere Spiele, die ja, also im Endeffekt für die anderen Klickerspiele ist sozusagen Zielen eigentlich ziemlich nutzlos. Also man muss nicht zielen, man muss bloß so grob in dem Bereich sein, wo das Monster ist und kann dann einfach drauf losklicken. Hier habe ich auch im Endeffekt die Scientific Notation eingeschaltet und dann nochmal ganz kurz ein bisschen, man hört hier im Hintergrund letztlich einmal das Einsammeln der Gold und das Schießen. Hier ist einmal die Pistole und dann das etwas dumpfere ist sozusagen die Click, der Click-Launcher, wenn dann so ein Rocket abgeschossen wird. Okay, aber ja, ich lasse das weiterhin aus, aber den Hintergrund für die beiden anderen Teile lasse ich an, für die Bonusobjekte. Genau, soweit hier die Infos, die Settings, so die Artefacts.
Wie gesagt, die zeige ich euch gleich, wenn wir sowieso den Time Warp machen. Vorher gehe ich jetzt erstmal noch die Statistiken durch, also hier auch schön übersichtlich, was sozusagen ihr schon alles angestellt habt. Hier einmal oben sind so die aktuellen, eins meiner Sicht ziemlich wichtigen Infos, zu sagen, okay, kritische Trefferchance 18%, 17-facher Strike-Multiplikator und dann Achievements, wie hoch ist da sozusagen die Basis-Damage, also wie viel bekomme ich sozusagen grundsätzlich hier als Bullet-Damage. Und dann die Multiplikatoren, die sozusagen durch Achievements freigeschaltet worden sind und Geldmultiplikator und Current Dimension Shifts. Ich glaube, das dürfte das hier, genau. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr den hier aktiviert, eben steigert sich der DPS um 7%. Und hier seht ihr, 3 habe ich jetzt aktuell für den Durchlauf schon aktiviert. Deswegen ist der Schadensmultiplikator bei 123. So, gut, dann hier die klassischen Statistiken, was habt ihr alles schon erledigt, die verschiedenen Blöcke, die zerstört wurden und so weiter. Das ist im Endeffekt wichtig für die Achievements. Also ihr seht hier, 83% habe ich schon soweit abgeschlossen. Das eine ist das allgemeine Sammeln von Gold, dann also das einfach direkt zu sammeln, dann hier auch Gold bis hoch 63, nee, bis hoch 75. Das hier ist im Endeffekt das, was noch am weitesten offen ist, letztlich bis zu den weiteren ja, Leveln, Level 350, da bin ich jetzt bei 185 gewesen. Ah ja, genau, in den Statistiken, das ist eigentlich schade, die einzige Zahl, die ich mir gerne lieber im Komplett sehen würde, wären die der höchste Level, aber irgendwo 1950, irgendwo zwischen 1950 und 1960 ist sozusagen der Rekord aktuell, bis zu dem ich gespielt habe. So, dann hier sozusagen das Ganze nochmal mit den Bossen, dass man Level 2000, 3000 und 4000 Boss, also ich denke jetzt nicht, dass wir das jetzt gleich noch schaffen werden, den 2000er Boss zu killen, aber ich werde es auf jeden Fall probieren. So, dann die Squad, genau, das ist einfach das DPS, wie viel DPS man insgesamt mit seinem Team schafft, dann die Anzahl der Klicks für die Shootpiste, dann Critical Strikes, Warp Time. Da habe ich sozusagen dann ein bisschen geidelt, weil ich aktuell schon so resette, dass ich nach der 100. Level, also die Time Warps sind zum Beispiel erst ab Level 100 verfügbar. Das heißt, Level 1 bis 100 bekommt ihr auch keine Time Warp Cubes und könnt dann auch entsprechend keinen Time Warp durchführen. Das einfach schon mal ein bisschen zusammengenommen und jetzt sozusagen fehlen hier noch 135. So, das sind jetzt so einzelne Objekte, Rainbow Cubes zerstört, Rainbow Balls zerstört, also Rainbow Cubes sind das hier. Die sind auch erst nach und nach freigeschaltet, die müsst ihr euch durch Artefakte sozusagen aktivieren, dass sozusagen im normalen Level Rainbow Cubes auftauchen. Aber es gibt auch ganze Level, wo alle Cubes sozusagen Rainbow sind, aber nicht bei Bossen, also da ist es mir noch nicht vorgekommen. So, dann eben die Rainbow Balls, dann die Upgrade-Anzahl so, für die Team-Member, das sind einfach nur die Level, die sozusagen aktualisiert wurden oder halt erhöht wurden. So, dann rote Cubes, weiße Cubes 1 Million, rote Cubes waren 500.000 und für die gelben ist das Ziel 1,5 Millionen. Dabei sind die gelben natürlich auch die schwersten und an sich auch oftmals die am seltensten vorkommenden. Deswegen dauert das noch eine ganze Weile. Also ihr seht, ich habe so gerade hoch 5, also 500.000 von 1,5 Millionen, die noch dort notwendig sind. Genauso bei den Cubes insgesamt. 5 Millionen sind aktuell erreicht. Ja, das sind dann 50 Millionen, genau, das sind 5 Millionen, 50 Millionen. Und dann eben noch 75 Millionen sind das dann. Also 50 Millionen, 75 Millionen. So, und dann geht es hier im Gegensatz hierzu, wo allgemeine die Upgrades gelten, dass ein Teammember tatsächlich Level 5000 erreicht hat und dann noch die Anzahl der Time Cubes und die Anzahl der Weapon Cubes, 3 Millionen Weapon Cubes sammeln und 5 Millionen Time Cubes. Also das dauert alles noch einige Zeit. Time Cubes, ihr seht, da bin ich jetzt langsam auf dem Weg zur 500.000. Hier gibt es noch eine Besonderheit, die Time Cubes. Ihr seht ja, aktuell habe ich hier nur 21 stehen, das ist sozusagen die Reserve, die ich habe, aber trotzdem wirken die Time Cubes als Schadensbonus. Also alle, die ich bisher habe, 46.000 mal der DPS, den ich normalerweise verursache, ist hier also schon angelegt.
So, und jetzt gehen wir mal in den Kampf. Also ich werde jetzt mal hier die ganzen Updates kaufen, die sozusagen schon durch das eingesammelte Geld aufgelaufen sind. Ihr seht hier unten die Balken, die vorher sozusagen durchgezogen waren, die jetzt wieder anfangen zu flackern. Das liegt daran, dass ich jetzt gerade von dem Spechs-Modus, von dem 3.4 auf Training umstelle. Also das sind einfach immer wieder Wechsel, so alle 500 Level wechselt dieser Modus. Und vorher war es so, dass sozusagen innerhalb von 100 Leveln solche Zwischenlevel oder Zwischengrößen aktiviert wurden, womit eben hier Feuerrate verstärkt wurde. Und deswegen sind die hier so schnell. Und jetzt ist eben hier dieses Special Ops Continue, heißt, dass der DPS nur wenig steigt zwar, aber dabei eben auch die Feuerrate reduziert wird. Okay, da ist wieder der Ball. So. So, jetzt sind wir soweit durch. Jetzt haben wir alle größeren Updates gekauft. Ich habe das so eingestellt, dass ich immer auf Promotion, also letztendlich kommt es immer auf so 100 Level-Schritte raus, um sozusagen so ein Upgrade dann zu kaufen und das nicht alles einzeln machen zu müssen. So, ihr seht im Moment, also bisher haben wir ja das Level 870 nicht geschafft. Es wird jetzt auch so wahrscheinlich noch nicht ganz geschafft. Genau, es war ziemlich knapp, wie ihr gesehen habt. Aber jetzt werde ich mal unterstützen, ich werde mal meinen Klicker aktivieren und letztlich die Steuerung für die Kanone hier übernehmen, weil es hat noch einige Besonderheiten, wenn ich auf, okay, hier seht ihr das jetzt nicht so gut, weil ich natürlich viel zu stark bin, um diese ganzen Buttons zu, oder im Endeffekt um die ganzen Cubes zu erledigen, werde ich mal, hier seht ihr jetzt, wenn ihr einen Boss getötet habt, dann aktivieren sich sozusagen für die Hälfte der Laufzeit diese ganzen Skills, also alle, die so zeitlich beschränkt immer wieder aktiviert werden können. Da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein, die habe ich jetzt noch gar nicht groß erwähnt. Die sind ähnlich gelagert wie in den anderen Klickerspielen, aber ich gehe sie dann nochmal kurz durch. Genau, jetzt ist gerade zu Ende. Also klar, automatisches Feuer, dann hier die... Genau, das Brett ist, ihr habt gesehen, dass nicht hier nur ein Strahl kommt, sondern dass da so drei oder sieben, also sieben Strahlen war. Ihr habt jetzt gerade schon das Regenbogen-Level gesehen. Das heißt, wo dieses ganze Level letztendlich nur aus Regenbogensteinen, regenbogengefärbten Klötzen basierte. Genau, also hier ist dann eben dieser breite Schussbereich, dass da mehrere Schüsse parallel sind. Dann, dass die Damage pro Sekunde eben nochmal versechsfacht wird in diesem Fall. Dann die Critical Strikes werden nochmal auch verdoppelt. Ihr habt ja gesehen, der Strike Chance Multiple ist bei 18% und der würde dann eben bei 36% liegen. Das eine ist Critical Strike Chance, das andere ist der Multipla. Ich hoffe, dass der dann auch tatsächlich 9-mal so hoch ist. Nicht nur 9 dazukommt. Dann auch die Gold-Drops, eben 4-mal so viel Gold, das ist der Permanent-Bonus, den ich jetzt eh gleich aktivieren wollte, weil wir haben jetzt keine größeren Updates, das heißt, den aktiviere ich jetzt gleich. Und dann seht ihr in der Statistik 31, das heißt, letztendlich diese 7% sind sozusagen, also die multiplizieren sich tatsächlich drauf, also 7 mal 7 mal 7%. Das heißt, dieser Zinseszinseffekt sozusagen kommt hier zum Tragen, der bei manchen anderen Sachen dort sonst nicht zum Tragen kommt, wie bei, bei Clicker Heroes mit den 2,5% Schaden pro Klick, den man sozusagen kontinuierlich fortführt. So, dann hier die Klickpistole nochmal mit dem Schadensverstärker und dass die Pistole sozusagen durch die Dinger durchschießt, oder? Ja, dass man auch dahinter trifft, zumindest theoretisch, also naja. Und das hier ist nochmal interessant, weil hier werden alle Cooldowns nochmal um eine Stunde zugesetzt. Wie ihr seht, hat der höchste Cooldown, das war mal eine Minute, das ist eben ein bisschen verringert aufgrund schon bestimmter Upgrades, die ich gekauft habe, ist maximal eine Stunde. Das heißt, wenn man das Ding einsetzt, hat man eben alle nochmal verfügbar. So, aber jetzt machen wir dann weiter und ich werde jetzt noch ein Stück spielen und kommentieren sozusagen, was die Strategien sind. Auf der einen Seite natürlich hier die Level hochzugehen, weil jetzt im Moment ist es wichtig, möglichst schnell, deswegen übernehme ich auch die Kontrolle, weil ich natürlich das Ding schneller führen kann, als im Moment die Zielnachführung ist, die ich euch bei den Weapon Cubes schon gezeigt habe.
sondern dass ich hier einfach dort diesen, ja, dass ich den schneller als auf die nächsten Cubes setzen kann, zumindest wenn dieser Boss-Modus, also wenn dieser Bonus-Modus aktiv ist. Normalerweise ist, wenn ihr einen so einen Skill aktiviert, geht der 30 Sekunden. Ich habe den inzwischen auch schon mit Artefakten so weit ausgebaut, dass der jetzt bei mir schon 40 Sekunden geht. Entsprechend ist eben dieser Boss-Bonus, der jetzt aktiviert wird, wieder bei 20 Sekunden. Das heißt, ich habe 20 Sekunden Zeit, um im Endeffekt 4x5 Blöcke sozusagen zu zu schaffen. Und je nachdem, wie viel Durchschlagspower ihr habt, wie gut ihr zielt und so weiter, ist es durchaus möglich, das relativ fast, also ist es möglich, das zu schaffen. Später dann vor allen Dingen fast automatisch, wenn die, also ihr habt gesehen, zwei sind jetzt noch über, bevor wir eigentlich wieder zum Boss gekommen wären. Aber das wird sich nach und nach wieder erhöhen, weil natürlich die Lebenspunkte, die diese ganzen Klötzchen haben, einfach schneller ansteigen, als wir hier so eben Geld verdienen, um die Damage dann hoch zu boosten. Was ist jetzt so besonders an dem Spiel? Letztlich vor allen Dingen, dass man eigentlich hier zielen muss tatsächlich. Also, dass ich tatsächlich die Kontrolle habe, dass ich gucken kann, welchen Block ich anklicke, auf welchen Block ich ziele. Und es hat auch noch eine bestimmte Wirkung, weil das ist durch die Artefakte noch verstärkt, was ihr jetzt noch nicht sehen könnt. Aber ich denke, jetzt beim Boss sollte es gleich kann ich es gleich mal ein bisschen vorführen. Weil es gibt nämlich auch noch, wenn von mehreren Waffen sozusagen ein Block gleichzeitig angezielt wird, also unter Beschuss genommen wird, dann erhöht sich der Schaden nochmal exponentiell, weil das mit mehreren Multiplikatoren dann versehen ist. Je mehr da zusammenkommen, desto schneller geht es. Also seht jetzt hier im Moment, wie langsam so ein gelber Block normalerweise ist. Und hier bei den beiden Blöcken dauert es normal schon ziemlich lange. Aber in dem Moment, wo hier zum Beispiel so ein gelber drauf geschossen hat, hat sich sozusagen gleich der Schaden vervielfacht. Da könnt ihr, ich gehe gleich nochmal die Waffen durch, das habe ich nämlich auch noch gar nicht gemacht, weil diese, also im Moment hier seht ihr sozusagen zwei Farben, die Klickpistole ist sozusagen das Blaue, was auch mit dem Fadenkreuz übereinstimmt, und die andere, der Klick-Launcher, hat letztlich die Farbe von der grünen Waffe. Und wenn die automatisch, ich schalte es nochmal auf den Idle-Mode, der zielt immer auf den blauen Block, also da, wo eigentlich die Pulspistole gerade hinzielen würde, die nochmal davon, wobei die sehe ich eigentlich selber immer nie schießen, das ist eigentlich wirklich nur die hier, die dann tatsächlich dort abgefeuert wird. Die Flak Cannon ist eben das Gelbe, wenn ihr hier sozusagen den gelben Rahmen seht, ist die Flak Cannon gerade darauf gerichtet, die schießt tatsächlich automatisch. Die Spread Rifle, das sind die roten, da seht ihr, wenn die hier drauf sind, dass die dann auch so lange da drauf bleiben, bis die das zerschossen haben, während die Flak Cannon sozusagen mit jedem Schuss wechselt. Also einmal kurz zack aufgeblinkt und dann zum nächsten Cube. Und der Rocket Launcher ist eben, wenn der hier ein so ein Ding trifft, ich klicke mal ein bisschen mit dazu, dann beschädigt er auch letztlich alle Blöcke, die so drumherum liegen. Da seht ihr, dass das Grüne sozusagen daneben mit aufgeblinkt ist. Ja, da hat jetzt der Kürbis, da aktiviere ich gleich mal den Modus, weil natürlich mit den zusätzlichen Sekunden, leider dauert das Feuerwerk immer recht lange von diesem Boss zu Boss, aber damit können wir es ganz gut schaffen, dann zusätzlich zu den 20 Sekunden Boss-Timern, also 30 Sekunden sollten im Moment ausreichen, um von Boss zu Boss zu springen. So, 98, letzter, 99, so jetzt brauchen wir im Endeffekt nur noch die 3. Und dann ist schon das Boss-Level, was man natürlich möglichst schnell dann abschließen, da ist es schon und zack. Und schon sind wir sozusagen bei 1900. Also wie gesagt, der Rekord liegt bei 1950 aktuell. Vielleicht ist es leicht machbar, noch bis 2000 durchzuhalten. Ich habe jetzt nicht vor, also ich werde jetzt nicht das ganze Video sozusagen da machen. Ich werde dann einfach mal das Ganze springen und werde jetzt einfach mal noch ein bisschen das hier voraussetzen. Hier seht ihr letztlich bis Promotion, hier wird es dann angehalten, sozusagen ich sehe, dass der rote schon aktiv ist, was sich allerdings noch insoweit ändern kann, dass wenn ich die 100 hier gekauft habe, also im Endeffekt sozusagen
2 von den 2,5 ausgegeben habe, dass dann das Rote wahrscheinlich wieder deaktiviert wird, auch wenn es jetzt als aktiv gezeichnet wird. Ja, also ihr seht, der selber braucht auch nochmal 2,32 hoch 138, das heißt, es dauert noch eine Weile, bis der dann wieder verfügbar wird. Hier ist jetzt das Schöne eben in diesem Special Ops Training, hier wird sowohl die Feuerrate als auch dann ein DPS Boost. Das heißt, hier ist es sinnvoll, so schnell wie möglich im Endeffekt diese die Promotion dann auch zu kaufen, um in das nächste 100er Level einzusteigen. So, aber jetzt werde ich wieder die aktive Regie übernehmen. Ich werde jetzt dann gleich springen. Ich muss die jetzt erstmal noch selber spielen, aber ihr werdet in dem Video gleich sehen, wie wir hoffentlich dann zum Ende sind, wo einfach die Damage nicht mehr ausreicht, um wirksam irgendwas auszurichten. Und ich euch dann den Neustart zeigen kann. So, willkommen zurück. Beziehungsweise ihr wart ja nicht weg, sondern ich habe jetzt sozusagen einen kleinen Zeitsprung gemacht, den ihr einfach nur mit einer kleinen Überblendung sozusagen mitbekommen habt. Wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt, könnt ihr oder euch im Endeffekt gemerkt habt, welche Zeit hier stand, bevor ich die Überblendung gemacht habe. Das heißt, dann könntet ihr sehen, dass etwa eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Dreiviertelstunde knapp vergangen ist, seitdem ich sozusagen jetzt hier weitergespielt habe. Und ich stehe jetzt im Level 1990. Und im Moment ist es so, dass ich selber das Level sozusagen ohne Zusatzfunktionen mit Sicherheit nicht schaffen werde. Ich möchte euch an der Stelle noch auf eine Sache aufmerksam machen, wie ich zum Beispiel das dann spiele. Also wenn ich so gegen Ende bin, wenn sowieso die Damage langsam nicht mehr ausreicht, um hier groß vorwärts zu kommen. Da ist besonders hier dieser Lilane noch sehr interessant. Steht, jeder fünfte Schuss ist ein kritischer Schuss. Also auch wenn natürlich schon eine hohe die Strike Chance bei 18% liegt. Hier liegt sie sozusagen garantiert bei jedem fünften Schuss. Bei der Menge, die sozusagen mit dem Autoklicker erreicht werden, ist das relativ viel. Aber dazu muss eben hier, wie ihr seht, wenn ich einen normalen anklicke, der jetzt keinen Fokus hat, in dem Moment, wo ein Gelb anspringt, seht ihr, dass es auch schon beschleunigt ist. Aber ansonsten mit so einem Lilan, wenn der den lilanen Marker hat, geht das natürlich ruckzuck, das wegzubekommen. Aber selbst mit der Technik schaffe ich sozusagen dieses Level hier jetzt nicht mehr. Ich hoffe zumindest, dass wenn ich die beiden Boni aktiviere, ich dieses Level hier auf jeden Fall noch schaffen kann, damit ich noch nicht den sozusagen den Rücksetzer hier einsetzen muss, um euch eventuell doch noch auf das Level ins Level 2001 zu führen, also zumindest das 2000er Level noch zu schaffen. Also ich versuche jetzt mal mich hier sozusagen an diesen den Bonus zu aktivieren und damit dann einfach hier genug Cubes, allerdings trotzdem diejenigen, sozusagen die Cubes, die farblich markiert sind, zu knacken. Und dann hier eben, ihr seht, ich hole im Moment wenig auf, aber das liegt auch daran, dass sozusagen dieser Aufholeffekt vor allen Dingen zum Ende hin passiert. Also gerade dann, wenn nur noch wenige Cubes sind und sozusagen sich die Farben eben immer stärker auf einem Cube sammeln, das heißt eben dieser Bonus sich auch nochmal für jede Farbe anfällt, beschleunigt sich das umso mehr. Also ihr seht, ich habe jetzt den also den Zeitstreifen gerade schon eingeholt und bekomme jetzt zumindest aktiviert diesen Bonus. Das heißt aber auch, dass es ziemlich schwierig wird, wenn ich jetzt bei den 1995er letztlich dann alle Boni aktivieren muss, was ihr gleich sehen werdet, weil ich ja jetzt natürlich die Boni nicht so lange habe, wie sie, ja, also dass sie mich bis ins Level 1995 tragen. Das heißt, die anderen muss ich jetzt sozusagen noch manuell abarbeiten, was relativ problemlos ist, weil es ja hier keine Zeitbeschränkung gibt. Aber hier seht, ich gehe auch hier letztlich den Farben nach. Das heißt, die Blocks, die gerade anvisiert sind, durch im Endeffekt irgendeine der fünf Kanonen hier, die links sozusagen der Koop also von meinem Team, umso schneller geht letztlich das Level hier vorbei. Auch hier wieder primär versuche ich, den Lilan anzuziehen. Da der Lilane auch nicht immer sofort wieder da ist, weil er natürlich auch seine Schussrate hat. Ihr seht, wie langsam der dort unten zieht.
Gehe ich dann immer wieder, wechsle ich dann auf den blauen oder einfach die niedrigeren, weil zum Beispiel egal welcher gerade auf einen roten zielt, das sorgt normalerweise gut dafür, dass man den sofort erwischen kann. So, jetzt seht ihr, dass das hier wieder noch relativ knapp ist, aber im Moment liege ich sogar noch weit genug vorne. Das heißt, ich hole interessanterweise den noch ein. Das heißt, das Level ist sozusagen schwach genug, um hier durchzukommen. Und die Timecubes sozusagen am Schluss, also sowohl die Timecubes als auch die Weaponcubes am Ende, sind da recht einfach. Also das sieht sehr gut aus. Also beziehungsweise es sieht nicht nur gut aus, sondern es ist jetzt eigentlich absolut sicher, dass ich diesen letzten Bonus dafür verwenden kann, durch den über 2000 zu kommen. Das heißt, damit noch ein Achievement abzuschließen, das eben darin besteht, den 2000er Boss, soweit ich das vorhin gesehen habe, aber zumindest im Level 2000 abzuschließen. Das heißt eben nicht nur Level 2000 zu erreichen, sondern tatsächlich auch gegen den Boss zu gewinnen. Und wie viele standen jetzt dort noch? Remaining? Also drei noch. Und dann kommt auch der versprochene Reset, den ich euch ja vorhin schon angekündigt habe, sozusagen um die Spiele von hinten zu starten, damit ihr seht, wie sind die Spiele aktuell, wenn sie sich dem Ende nähern, wo ich aktuell resetten muss, einfach weil dann die Damage nicht mehr ausreicht, um weiterzukommen. Und es auch kein, also es nicht sehr sinnvoll ist, dort weiterzumachen, weil das einfach nur eine Zeitverschwendung ist ab einer bestimmten Stelle, wo nichts mehr passiert. Und hier merkt man letztlich auch wieder, warum es so viel Spaß macht, das hier tatsächlich weiterzumachen, weil dieses selber Zielen und damit auch das noch stärker beeinflussen, als nur im Endeffekt so einen Klicker einzuschalten, das macht einen deutlichen Unterschied. Also in der Form hebt sich der Time-Klicker tatsächlich deutlich von den anderen Klickerspielen ab und hat irgendwie noch eine aus meiner Sicht deutlich aktivere Motivationselement, das Spiel nicht nur irgendwie nebenbei zu laufen zu lassen oder irgendwie ein- oder zweimal am Tag aufzurufen, sondern auch ein bisschen Zeit damit zu verbringen, wenn ich zum Beispiel einfach ein paar Gedanken nachhängen möchte, aber eher so ein bisschen Beschäftigung für die Hände brauche, dann ist das natürlich ganz praktisch, hier so ein bisschen zu zielen und so im Hintergrund ein paar Ideen und Gedanken wälzen, was zum Beispiel, welches Spiel ich als nächstes streamen könnte oder andere wichtigere Sachen vielleicht, die das Leben betreffen. Habe mich ja nicht umsonst Spielephilosoph genannt, auch wenn ich jetzt hier jetzt noch nicht so viel philosophiere, weil Philosophieren macht dann doch etwas mehr Spaß. Wenn man noch einen Gegenüber hat, der dann Argumente vorbringt, an denen man sich ja wenigstens reiben kann und nicht nur einfach Einverständnis erklärt, weil dann ist so eine Unterhaltung doch meistens etwas kurz und nicht sehr erkenntnisreich, würde ich es nennen. Weil nur in unterschiedlichen Ansichten können auch wirklich dann neue Erkenntnisse geschöpft werden. So, also ich werde das Ganze jetzt hier ein bisschen abkürzen. Dann seht ihr auch noch hier einmal das Rücksetzen letztlich aller Skills. Also auch der hier ist jetzt nochmal um eine Stunde gekürzt worden. Und die werde ich jetzt gleich aktivieren, sobald der Timer einmal durchgelaufen ist, damit ich zumindest die komplett nutzen kann. Und ja, dann machen wir den versprochenen, also dann mache ich den euch versprochenen Reset. Und ja, das war's schon. Genau, also die Level haben auch noch ein bisschen was Besonderes. Ihr habt gesehen, das waren jetzt 1500 Timecubes. Das ist nicht das Normale. Und ich probiere jetzt gerade noch den 2005er zu knacken, weil ich halt sowieso gerade sozusagen in der Gegend bin. Und mit der mit den 32 Sekunden sollte es auf jeden Fall möglich sein, auch hier noch letztlich die Level so weit abzuräumen. Da habt ihr wieder einen von den Regenbogen sozusagen den Regenbogen-Level gesehen, wo alle Cubes dann aus Regenbogen-Elementen sind. So, das war der Miniboss 2005 und jetzt höre ich an der Stelle auch tatsächlich auf und zeige euch den Time Warp. So, also genau 97.000 sind die, die ich jetzt dazu bekomme und sage ja.
ich möchte Time Warpen. So, das ist jetzt das Neue. Interessant eben, ich kann hier sowohl kaufen als auch verkaufen. Das müssen wir mal ausprobieren. Aha. Also das ist auf jeden Fall auch neu, dass man direkt kaufen und verkaufen kann und dabei geht auch nichts verloren. Also man bekommt 100% wieder erstattet. Hier kann ich zum Beispiel jetzt das Starten ein bisschen verbessern und sagen, okay, ich möchte ja, in einem höheren Level starten. Was ich sehr interessant finde, ich würde nämlich wahrscheinlich die hier, okay, das sind nur 1 bis 5.000, das lohnt sich also jetzt nicht sehr, das zurückzuholen. Was ich zum Beispiel noch zurückholen kann, ist die Cooldowns, weil die sind eigentlich auch recht uninteressant. Das sind 5.000, die ich da zurückbekomme. Okay, ich sehe im Moment halt nicht, also hier seht ihr, mit links und rechts kann ich das machen. Und hier kann ich sogar in die Weapon Cubes wechseln, also 2.500, die ich da wieder verteilen kann. Ich werde die Wave hier nochmal runtersetzen und auch das hier auf 39 erhöhen und die restlichen hier in die Idle-Elemente reinsetzen, weil das mir dann sehr viel weiterhilft, das zeige ich euch gleich. Wenn die selber natürlich sich schneller bewegen können, gerade wenn sich diese Bonusseiten aufbauen. So, das Increase ist auf jeden Fall wichtig. Das ist bei 5 Sekunden gesteigert, hier ist es bei 7 Sekunden gesteigert, weswegen die entsprechend lang sind. Ich habe gesagt, die sind normal 30 Sekunden, sind aktuell schon insgesamt über 40 Sekunden dann. Oder ja, 12 Sekunden länger als ursprünglich. So, ich werde jetzt mich vor allen Dingen hier noch ein bisschen waffentechnisch verbessern, die sozusagen kleineren Werte mal noch mitnehmen. Also ich gehe es mal kurz durch, einfach so im Vergleich zu den anderen. Das hier ist zum Beispiel, das sind nur noch 5 und nicht 10 Level zwischen den einzelnen, also für ein Level absolviert werden müssen. Der Boss-Timer ist inzwischen verdoppelt von 30 auf 60 Sekunden. Das hier ist natürlich noch ziemlich teuer, das heißt, wenn ich das aktiviert habe, dann bekomme ich auch die doppelte Anzahl, das heißt, die Anzahl der Timecubes würde sich ist dann eben verdoppelt. Was ich schon erreicht habe, ist, ich habe auf jeden Fall 100%ige Chance, also auf jeden Fall in jedem Boss-Level bekomme ich einen so einen Timecube, also die Möglichkeit auf Timecubes. So, Start on Wave, das könnte ich jetzt mal schauen, dass ich das mal auf über 200 bringe. Einfach um das auch ein bisschen abzukürzen, weil ich ja die Weapon Cubes auch erst ab 715 jetzt bekomme. Das heißt, dass da auch dann sozusagen nur noch ein bisschen mehr als 500 sind, was der Abstand ist, bis ich dann auch Weapon Cubes bekomme. So, das hier ist sozusagen der allgemeine Gold, das ich dann noch deutlich erhöhen kann. Dann kann man auf 40 so hochgehen, 40, 45. So, jetzt habe ich noch 40.000 Cubes. Das hier ist sozusagen die Goldmenge, mit der ich starte, hoch 35 aktuell. Das ist jetzt alles, glaube ich, jetzt nicht so entscheidend. So, hier habe ich jetzt keine niedrigen mehr, die ich jetzt aktivieren kann. So, dann werde ich hier auch nochmal die Waffenelemente ein bisschen aufpeppen. So, das Decrease, das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen uninteressant. So, und die letzten 18.000 kann ich dann jetzt direkt noch in die Multiplikatoren schicken. Ihr habt ja gesehen, dass hier schon einzelne Blöcke, also ein goldener wird konvertiert zu so einem Regenbogenblock. Genauso werden aktuell 4 weiße, da kann ich bis zu 20 konvertieren lassen und es werden auch 4 rote konvertiert. Dann diesen Regenbogen. Ich denke, das ist der gesamte Block, also 1 zu 10 ist die Chance, dass alle Blöcke letztlich Regenbogenfarben sind. Und der Regenbogenball selber hat eine Frequenz von 50%, wobei ich nicht genau weiß, ob sich das auf ein Enemy bezieht oder ob das sich auf ein Level bezieht. Das kann ich jetzt nicht genau einschätzen. So, wie gesagt, das waren die Startgelder, das waren die Multiplikatoren, dass die Blöcke mehr Gold bringen, der Regenbogenblock. Und hier ist übrigens also ein Regenbogenball, das heißt, der bringt 9 Minuten, ihr habt ja gesehen, wie viele es pro Sekunde sind, 9 Minuten sozusagen Gold. So, das hier, das ist das allgemeine Klicken, das doppelte Schaden errichtet. Dann, dass die einzelnen Blöcke hier mehr Schaden bekommen.
der Strike-Multiple, also die kritische Geschichte erhöht wurde. Hier ist der weiße Block noch, dass er mehr Schaden ist. Hier ist jetzt im Endeffekt auch wieder die einzelnen Waffen, dass die mehr Schaden beim Klicken verursachen, wenn geklickt wird. Und genau, das hier ist dieser Bonusschaden, wenn ein Block angeklickt wird, der eben ohnehin schon von einem anderen Team-Member, eben der also schon eine Farbe drumherum hat, dann ist 60% und das kumuliert sich. Also pro, eben für jeden einzelnen Team-Member sind 60% mehr Schaden pro Klick. Das macht sich dann natürlich schon immens bemerkbar, weswegen so die letzten, wenn eben die beiden Time- und Weapon-Cubes als letzte übrig sind, das immens schnell geht, obwohl man die einzelnen kaum schaffen würde in der Zeit. So, dann hier auch nochmal ein Team-Multiplier, das wird dann auch nochmal sozusagen gegenseitig multipliziert. Dann die einzelnen Waffen, die hier nochmal sozusagen von sich aus einen Multiplikator von 50 bekommen. Hier sind ein paar Updates für die Waffen selber und für das Spiel. Blöcke werden konvertiert, die Flakkanonen kann ich mal daneben schießen, die Spreadreifel kann ich daneben schießen. Und ja, dass dieser Rocket Splash auch diagonal trifft. Und noch ein gelber Block, der dann zu einem weißen gemacht wird. Das heißt, dass er deutlich weniger Treffer braucht. Das ist eben dieses Dimension Shift, womit nochmal der Schaden insgesamt erhöht wird. Die Team Multiplier auf 6. Hier ist, das weiß ich nicht, warum die eigentlich zweimal vorhanden sind. Das sind die Verringerung der Cooldowns. Weil eigentlich ist es aus meiner Sicht genau dasselbe, genauso wie das hier, wo die Verlängerung, also hier ist, kann ich einmal bis 15 Sekunden verlängern und hier kann ich auch nochmal 15 Sekunden verlängern. Ich weiß nicht, warum die auf zwei Flächen sozusagen aufgeteilt sind. So, dann hier nochmal ein paar Multiplikatoren, Strike Chance, Gold Rush insgesamt bei 4, der war glaube ich dann am Anfang wahrscheinlich nur bei 2 und der ist jetzt auf 4 erhöht. Kann ich einfach mal nachgucken, brauche ich hier bloß zu verkaufen, hier. Genau, den muss ich dann wieder aktivieren, natürlich damit die anderen gekauft werden können. Aber ich weiß jetzt immer noch, okay, ganz verkaufen kann ich nicht, weil natürlich die Skills da oben drüber sonst blockiert werden. Aber es wundert mich, dass, ja okay, das war einfach nur 24 dann. Ja, soweit, also wie gesagt, die anderen werde ich jetzt mal noch hier verteilen, noch ein bisschen. Ja, lieber noch den Regenbogenball ein bisschen hochnehmen und dann hier das Ganze nochmal sozusagen pro Waffengattung einfach ein bisschen erhöhen. Ich glaube, hier gibt es auch dann jetzt den Bonus, wobei es steht nichts dabei, inwieweit man da einen Multiplikator, also dass man 10 oder 20 auf einmal kaufen kann. Weil hier ist natürlich mit 500 jeweils, also das heißt, dass man eigentlich bis 500-fachen Schaden dann hochgehen kann. Das ist schon eine ganze Menge. Und so, ja, jetzt haben wir alles gekauft und ja, das ist sozusagen den Screen, den ich auch jetzt das erste Mal gesehen habe und jetzt starten wir in die neue Timeline. Okay, da ist sie. Ja, so sieht es aus. Hier seht ihr sozusagen den Basisschaden, den ich jetzt schon habe, den ich natürlich hier in Level 200, ja, hoch 4, Exponent 4, hoch 33, natürlich mir überhaupt nichts nützt. Dafür habe ich aber auch schon eine ganze Menge Geld, das heißt, ich kann jetzt hier erstmal einkaufen, sozusagen hier das schon mal alles aktivieren, bis sozusagen die Weapon Cubes relevant werden, genauso wie ich hier jetzt schon die ganzen Boni einschalten kann. Und genau das ist nämlich der Punkt, also ihr müsst nach einem Neustart auf jeden Fall Level 100 erreichen, den ersten Timecube, den ersten Timecube einsammeln können, um dann im Endeffekt auch wieder zu einem Timewarp bekommen. Das heißt, vorher könnt ihr sozusagen diese, wenn ihr so dieses Achievement, was ich euch gezeigt habe, hier sozusagen runterreißen wollt, indem ihr einfach ganz schnell hintereinander so Timewarps macht, müsst ihr mindestens in Level 100 kommen, also am besten eben ja, hier das eben aktivieren, damit ihr mindestens auf Level 100 kommt, damit ihr schnell hintereinander Time Warps bekommt und diese Time Cubes bekommt, um Time Warps zu machen. So, jetzt geht es darum, also hier habe ich immer noch das Promotion, das heißt immer in 100er Schritten. Hier wird angezeigt, dass sozusagen nachdem ich die hier gekauft habe, bedeuten die gelben Striche, dass ich auch danach sozusagen von 101 bis 199 werde ich letztlich alle schon kaufen können, plus diese Zwischenschritte.
Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Also das ist Buy One, Buy Until Upgrade. Das sind sozusagen hier, das ist so der erste Block, dann wäre das eben der zweite und so weiter. So in diesen Stufen findet es statt. Die sind immer ziemlich gleich verteilt. Wenn ihr in diesen einfachen Auflevelungen seid, dann bis grün. Rot sind dann die, die Specials. So, jetzt habe ich sozusagen alle einmal hochgeklickt. Da ihr seht, dass die alle noch viel, viel weiter sind, klicke ich die jetzt einfach mal so bis 500 erstmal durch. Dann wechselt nämlich die Anzeige, also beziehungsweise der Modus, was dann dort gespielt wird. Weil aktuell wird eben in jedem 100er Bereich, also sozusagen von 1 bis 100, eben diese Beschleunigung, dann nochmal ein bisschen die Verstärkung der Projektile. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, wie ihr seht, dass hier eben die Feuerrate erhöht wird. Ich zeige euch das jetzt nochmal, wenn ich die Promotion gekauft habe, dann ist erstmal die Feuerrate wieder ganz langsam. Und wenn ich es dann bis 100 gekauft habe, dann ist die wieder deutlich schneller. Das ist nämlich genau der Punkt, weil es hier, das werdet ihr gleich sehen, wenn das hier anfängt wirklich zu greifen und die in der Lage sind, die Blöcke zu zerstören, dass nämlich hier hoch 29 ist noch ein bisschen entfernt von hoch 33, das heißt, es dauert noch ein bisschen, weil da ist es sehr wichtig, dass die Dinger vor allen Dingen schnell schießen. Also, ihr seht es gleich, was ich meine. So, jetzt kaufe ich hier die roten, weil hier ist es jetzt egal. Hier ist sozusagen in jeder 100er Stufe nur einmal dieses Fire Rate. Also sozusagen da ist jetzt das, was hier einmal innerhalb von einer 100er Gruppe stattfindet, jetzt auf mehrere 100er aufgeteilt. So, da ist dann jetzt dort erstmal Schluss. Im Endeffekt bei 1000 beginnt letztendlich dann die nächste. So, ihr seht schon, hier geht es jetzt los. Und ihr seht, dass im Moment sich hier die Blöcke noch relativ langsam auflösen. Das ist, weil letztlich die Schusskraft einfach noch zu niedrig ist. Das heißt, weil die Waffen, wenn ihr das hier gleich, wenn ich das aktiviere, je näher zum Beispiel die Flak, wenn die dann wieder durchgängig ist, dann werdet ihr sehen, dass das sich deutlich beschleunigt. Da braucht ihr letztlich nichts mehr zu machen. Übrigens auch erst, wenn ihr hier die Pulspistole gekauft habt und den Rocket Launcher, erst dann könnt ihr hier den Idle-Mode anschalten. Vorher sind diese beiden Schaltflächen natürlich noch nicht wieder verfügbar. Und ihr seht, dass ich hier jetzt schon die ersten Time-Warps bekommen habe. So, der erste natürlich jetzt nach dem Neustart besteht eigentlich nur darin, Geld einzusammeln und einfach zu warten. Was ich jetzt nicht mehr habe, ist, hier gibt es noch so ein Overcritical. Das heißt, overpowered heißt das. Das ist eigentlich hier so eine Linie, die angezeigt werden würde, wenn man deutlich schwächer ist, also beziehungsweise wenn sozusagen die Lebenspunkte hier deutlich schwächer sind als die Team-DPS. Und dann würde sich nochmal ein bisschen so dieser Wechsel beschleunigen, die Feuerwerke werden ein bisschen kürzer und ich glaube, man bekommt auch noch einen anderen Bonus von wegen entweder Schaden oder Gold. Irgendwas war da noch, was ich glaube, an die Upgrade-News komme ich jetzt nicht dran, aber da müsste es irgendwie auch nochmal mitgestanden haben. Aber wahrscheinlich auch schon in älteren. Ja, soweit. Im Endeffekt, ihr seht das jetzt aktuell hier in der, also sozusagen hier auf dem Maximum bin, was ich gerade kaufen kann. Deswegen aktiviere ich jetzt dann auch den Dimension Shift. Was jetzt eben noch sehr schön ist, weswegen es wichtig ist, eben nicht hier sofort den hier zu kaufen, weil ihr seht, hier ist Colossal DPS Boost ja, ist allerdings im Moment noch nicht notwendig, weil die sind ja sowieso viel schwächer als ich, aber dadurch ist die Feuerrate wieder deutlich runtergesetzt. Das heißt, hier ist es jetzt erstmal sinnvoll abzuwarten, das zeige ich euch jetzt gerade noch ein bisschen, einfach hier die durchlaufen zu lassen, das Gold einzusammeln und hier, was auch schön ist, ihr seht es ja, der ist schneller als die 20 Sekunden, die ich aktuell sozusagen geschenkt bekomme nach jedem Boss-Level. Ich weiß nicht, wie viel es sich jetzt aktuell aufbaut, ob es sich aufbaut, weil es waren jetzt, okay, 24, wir haben jetzt knapp mit 39, genau, wir haben jetzt 43 Sekunden gestartet. Also es sind sozusagen fast 4 Sekunden dazugekommen und das sollte auf jeden Fall noch ausgebaut werden, bis hier sozusagen die erste Reihe, zumindest bis zum vierten Block, voll ist.
Weil dann ist es nämlich so, ihr habt ja vorhin gesehen, dass hier dann sozusagen auch Feuerrate erhöht wurde. Dann gab es hier eben so ein Schussdings irgendwo und dann ist wieder Feuerrate nochmal erhöht worden. Weil das heißt ja eben, wie gesagt, das heißt, wenn ich das Upgrade jetzt gekauft habe, kann ich die zwischen, also nicht die Promotion, sondern die Upgrades, also die hier sozusagen nur dazwischen auftauchen würde, kann ich soweit dann schon finanzieren. Das ist natürlich nicht hundertprozentig, weil das immer nicht einrechnet, dass ich das Teil auch erst kaufen muss. So, jetzt sind wir hier gleich durch. Und es dauert natürlich jetzt noch eine ganze Weile. Ihr seht, das ist jetzt gerade erst beim Dreier und aufgrund der natürlich schnelleren Wachstum, ich versuche das mal alles hier noch ein bisschen einzusammeln, aufgrund des schnelleren Wachstums von Anstieg, was eben diese Dinger alle dann kosten. Okay, jetzt haben wir hier den vierten, das reicht jetzt schon. Dann zeige ich euch, also ihr seht, dass eigentlich hier das noch nicht notwendig ist, das umzuwechseln, aber bei dem 1000 zu 1500 ist es auch kein Problem, dass sich hier das dann noch weiter aufbaut. Aber so, wenn ich das kaufe, seht ihr, die ersten vier Blöcke waren ja schon aktiv. Das heißt, ich kann die nächsten 100 kaufen und hier sind dann bereits alle sozusagen Zwischenstufen. Das heißt, die Feuerrate, ihr seht, dass der blaue Strich ist gleich wieder voll und sozusagen die Geschwindigkeit bleibt erhalten. Und deswegen auf keinen Fall jetzt hier das grüne Promotion kaufen, weil ihr seht, danach kann ich mir noch nichts leisten, sondern hier jetzt erstmal hier wieder die nächste Stufe. Ihr seht, hier ist jetzt die wieder sehr langsam und zack, ist die wieder auf Dauerfeuer. Und so sozusagen so lange wie möglich durchgehen, solange hier dieser Auto-Mode, also hier der Idle-Mode, das alleine schafft und einfach hier diese Kunden aufbaut, einfach nur dann upgraden, wenn ihr seht, jetzt habt ihr gesehen, das war zwar schon der vierte Strich, aber ich bin nur bis 76 gekommen, aber was eben reicht, also der vierte Strich so in etwa zeigt euch auf jeden Fall an, dass ihr so in etwa sozusagen euch bis zum vierten Block kaufen könnt. Der hier ist sowieso nicht so wichtig, weil das ist ja eher dann Promotion, sondern es ist wichtig, dass ihr die ersten vier Blöcke hier kaufen könnt. Hier jetzt das Gleiche, ist erst bis 82, aber 82, also ich glaube bei 75 ist der hier etwa, das reicht dann normalerweise. Also wenn der schon ein bisschen leuchtet, dann sollte das ganz gut zu schaffen sein. Also wenn der schon eine Weile an ist und hier die nächsten Stufen ankommen. Das ist letztlich dann auch immer wie so eine Treppe. Das heißt, sozusagen der als nächstes kommt, hat dann die 4, 3, 2, 1, 0. Wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr auch abwarten, bis sozusagen hier sich die nächste Stufe anbahnt. Wenn der hier auf 1 kommt, 2, 3, 4, der hier wird auf ganz zum Schluss erst auf die 5 kommen, weil eben, also hier seht ihr, wächst jetzt die 3 an. Irgendwann müsste dann hier das kommen, weil das natürlich genau hier nach der Promotion. Also seht ihr, die Stufe ist jetzt schon komplett 4 und jetzt ist erst der 5. gekommen, was aber, wie gesagt, nicht so wichtig ist, weil es reicht schon nach der 4. So, ich hoffe, das war jetzt genug Informationen soweit. Ihr seht, hier bauen sich weiterhin die Boni auf, im Endeffekt das Maximum Damage, was dann immer wieder um 20 Sekunden gesteigert wird. Und ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und euch gefällt das genauso wie mir und ja, viel Spaß dabei und ja, eine Folge in der Serie habe ich noch und ja, schaut mal, was da noch kommt. Also bis bald, macht's gut.